steht, sollte sogar brav noch auf Ihrem Zettel stehen. Kurze Verständnisfrage, Herr Hebestreit. Der Kanzler hat ja bei seiner Rede am 11. Juni anlässlich des Besuchs von Zelensky seine Rede abgeschlossen mit Slava Ukraini. Das ist jetzt kein völlig unumstrittener Begriff laut der Bundeszentrale für politische Bildung, die ja dem BMI untersteht, wurde dies erstmals als politischer Gruß eingeführt von der Organisation ukrainischer Nationalisten unter Bandera mit den entsprechenden Konnotationen, die Sie auch kennen. Da würde mich interessieren, aus welcher Motivation heraus hat sich denn der Bundeskanzler entschlossen, angesichts dieses historischen Hintergrunds gerade im Bundestag diesen Gruß so zu formulieren? Ich bin am Überlegen, ob er das im Bundestag gesagt hat. Ich glaube das nicht. Das war der ukrainische Präsident, der das im Bundestag gestern gesagt hat. Aber der Bundeskanzler hat es bei seiner Rede auf der ukrainischen Sicherheitskonferenz oder Wiederaufbaukonferenz gestern gesagt. Und er hat es auch schon im Vorfeld immer wieder gesagt. Das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, als er in Kiew im Jahr 2022 im Juni zu Besuch war. Und ich glaube, man muss sowas immer im Kontext sehen. Und es ist ein Ruf, der nach dem brutalen russischen Angriffskrieg, Überfall auf die Ukraine, diese Würdigung und auch diesen Ruf bekommen hat, der an eine freie, demokratische und auch europäische Ukraine sich wendet. Und ich weiß, dass es die Konnotation, die alte historische Konnotation auch gegeben hat, aber da hat sich der Kontext doch massiv gewandelt. Und alle Versuche, das jetzt in einen solchen Kontext zu rücken, würde ich auch massiv entgegentreten. Und wenn Sie sich in der Welt umschauen, sind es sehr, sehr viele, auch westliche Führerinnen und Führer, die diesen Ruf benutzen, auch in Angedenken des tapferen Widerstandes, den die Ukrainerinnen und Ukrainer gegen den russischen Aggressor leisten. Noch eine Nachfrage. Ja, wenn ich den Herrn Hebestreit richtig verstanden habe, ist diese Definition und Herleitung des Begriffs, wie er von der Bundeszentrale für politische Bildung noch 2017 definiert wurde, nicht mehr aktuell. Plant denn das BMI entsprechend diese Artikel zu überarbeiten zu lassen als Behörde, dem das BPP untersteht? Die Aufgabe der Bundeszentrale für politische Bildung ist es, Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das politische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu fördern. Dies muss unabhängig und parteiübergreifend erfolgen. Das ist die Aufgabe. Und Produkte und Bildungsmaßnahmen werden von der Bundeszentrale für politische Bildung entsprechend dieses genannten originären Auftrages eigenständig konzipiert, beauftragt oder auch durchgeführt. Und deswegen würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich direkt an die Bundeszentrale für politische Bildung wenden. Aber da möchte ich doch einen Satz ergänzen, Herr Warwick. Sie waren so freundlich zu sagen, aus welchem Jahr die Publikation stammt. Das ist jetzt 7 Jahre her und die Welt entwickelt sich weiter. Und insofern würde ich fest davon ausgehen, dass auch die Bundeszentrale für politische Bildung auch immer wieder aktualisiert, was sie so verbreitet. So ähnlich machen wir das ja auch alle, denn die Welt ändert sich. So mit dieser hoffnungsweisenden Aussage, dass sich alles anpasst an das, wie sich die Welt ändert, schließe ich die Pressekonferenz und danke alle fürs Kommen.